Die innerdeutsche Grenze teilt nicht nur ein Volk in zwei deutsche Staaten. Nein, es teilt Ost und West. Es teilt die gesamte Welt in zwei Lager. Zwei Lager, die sich ab sofort separieren und gegenüberstehen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wer drückt als erstes den Knopf? Begleite mich auf meiner Reise vom Vogtland an die Ostsee, vom Dreiländereck zum Priwall. Eine nicht ganz einfache Route mit Erinnerungsfragmenten aus einer längst vergangenen Zeit. Ja, heute, der Tag verspricht jetzt hier erstmal so ein bisschen, ich nenne es mal Puschwetter. Kann sein, dass es immer mal wieder tröppelt. Mein Weg ist jetzt erstmal nach Eschwege. Und in Eschwege will ich wieder auf dem eingehörten Trail draufsatteln. Ich umfahre jetzt einfach bloß ein kleines Stückchen Straße, worauf ich heute Morgen einfach noch keine Lust habe. Und ja, Ziel der Tour soll heute sein Bad Soden-Allendorf. Dort möchte ich in den Zug steigen und den Harz umfahren. Mir ist einfach mein Zeitkontingent fast aufgebraucht. Und so spare ich ein bisschen Zeit. Links die Werra. Und rechts sieht man jetzt ein bisschen schwer, aber rechts sind die Werra-Teiche. So, die Brücke da hinten wird mich dann hoffentlich rüber nach Eschwege bringen. Aus Eschwege bin ich raus, habe gut gefrühstückt. Ein kleiner Ameisenhaufen. Das erschlägt einen immer schon, wenn man so alleine auf Radreise ist, man immer eigentlich so im Nirgendwo ist und dann in so ein Städtchen reinkommt, wo dann auch noch Markttag ist. Ja, ist immer schon ein Erlebnis wert. Jetzt geht es weiter Richtung Bad Soden-Allendorf. Ich bin noch auf dem Werra-Radweg. Weil ich mir nicht sicher bin, ob es der Werratalradweg oder der Werraradweg ist oder ob es vielleicht beides sogar fast das gleiche ist. Keine Ahnung. Gibt es hier also auch. Na gut, der ist jetzt am Auswachsen, so wie es sich hier hört. Spargelzeit ist ja auch schon vorbei. Aber ich nenne es mal Eschweger Spargel. Wie auch immer der jetzt hier heißt. Gestern Abend hatte ich wieder ein ganz interessantes Gespräch mit zwei anderen Radwanderern. Sie fahren nach dem klassischen Konzept, also Packtasche hinten vorne. Und fragten mich ganz interessiert, wie schafft man es denn mit weniger Gewicht auszukommen? Was lässt man weg? Welche Tipps habe ich? Und wie macht man das eigentlich? Und vielleicht
nutze ich hier die Zeit mal und sag ein paar Worte dafür, wobei ich denke, gerade bei YouTube gibt es ja schon x-tausend verschiedene Videos dazu. Aber zwei, drei Worte möchte ich insofern einfach nur sagen. Ich habe auch ursprünglich mit dem klassischen Packsystem begonnen und von Fahrt zu Fahrt stellt man eigentlich fest, dass man gewisse Sachen einfach nicht braucht. Oder halt, ich sag mal, nur einmal braucht. Und dann überlegt man schon, braucht man das wirklich, möchte man das wirklich mitnehmen oder nicht. Alles, was man zusätzlich mitnimmt, ist Luxus. Luxus heißt Gewicht. Also empfehle ich schlicht und ergreifend, nach jeder Fahrt, bevor man oder während man seine Gepäckstücke auspackt, ganz genau auszusortieren, habe ich das eigentlich benutzt oder habe ich es nur mitgeschleppt. Was man nur mitgeschleppt hat, kann man eventuell nächste Mal, außer ich sage jetzt mal Werkzeug, solche Geschichten würde ich tatsächlich immer mitnehmen. Aber sonst kann man solche Sachen getrost einfach beiseite legen und zunächst mal zu Hause lassen. Zweiter Punkt ist, neben dem ich lasse lieber weg, ist die Geschichte, was für Produkte nehme ich eigentlich? Ich bin in der Zwischenzeit tatsächlich so weit, dass ich lieber 1 Euro mehr in die Ausrüstung stecke, als sie woanders hinzustecken. Das bedeutet, oder man kann in der Regel fast sagen, je teurer oder je leichter etwas ist, desto teurer ist es auch. Ich sag mal, solche Einkaufsketten wie dem großen Sporthaus mit dem großen D vorne, kann man nutzen, nutze ich teilweise, aber ich überlege ganz genau wofür. Also ich sag mal, dort hole ich zum Beispiel einfache, leichte T-Shirts. Geht wunderbar. Kann ich abends nach dem Fahren einmal kurz durchwaschen, nächsten Tag wieder trocken, fertig. Aber ich sag mal, Zelt, Isomatte und solche Geschichten würde ich persönlich dort nicht nochmal holen. Hält einmal, hält zweimal, hält aber nicht unbedingt 3 oder 4 Mal. So meine persönliche Erfahrung. Da macht jeder bitte wirklich seine eigenen Erfahrungen. Ich kann nur das sagen, welche Erfahrung ich gemacht habe. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ansonsten überlegen, gerade was die Kleidung angeht, wenn es kalt wird, dann kann man ein Zwiebelprinzip sich anziehen. Sprich, man kann dort auch einfach Klamotten sparen. Ja. Ich habe so einen Grundpack, einmal die Fahrradklamotten, die ich tagtäglich anziehe, einmal im Austausch und einmal so ein bisschen Zivilsachen, die ich aber auch anziehen kann oder drüber ziehen kann, wenn es einfach kalt wird. Kochen. Also grundsätzlich nutze ich Titan als Basismaterial. Schön leicht und für mich auch langlebig. Ich habe natürlich das große Plus, ich brauche nur eine Ein-Mann-Ausstattung. Ansonsten ist man zu zweit unterwegs, kann man natürlich sich das auch alles teilen. Ich habe mich in der Zwischenzeit für Gas entschieden. Ist schlicht und ergreifend leichter. Thema Kochen gab es dann die Frage, na was esse ich denn? Immer Nudeln mit Pesto ist ja irgendwie doch langweilig. Ja, stimmt. Grundsätzlich kann man sich das A ein bisschen bunt machen. Meistens kommt man am Tag doch mal irgendwie bei einem Geschäft vorbei, dann holt man sich ein bisschen Gemüse, was man mit reintun kann. Oder irgendwelche anderen Zutaten. Mal kurz schalten hier. Nicht verschalten. So. Man kann auch Reis mitnehmen. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich immer mal ein bisschen Reis, ein bisschen Nudeln mitnehme. Und alles, was man dazu nimmt, kann man sich holen. Kann sich auch
ich sag mal, ein Hähnchenstückchen holen. Kann daraus ein Schnetzeltes machen. Das ist alles möglich. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann sich auch mal tiefgefrorenes Gemüse holen. Bis man zum Kochen bereit ist, sage ich jetzt mal, ist das Zeug aufgetaut. Oder aber ich mag es halt lieber frisch, ich schnippel es mir dann lieber zusammen. Geht alles. Sicherlich so der große Braten, das ist nur ein bisschen ungünstig und kostet einfach auch zu viel Energie. Aber ansonsten geht alles. Mal ganz abgesehen davon, also ich bin ein Mensch, der braucht auf den Touren jetzt keine großen schweren Geschichten. Da fühle ich mich eher unwohl. Und wenn mir mal nach einem schönen Schnitzel ist, dann schaue ich einfach mal und gehe einfach mal ins Restaurant. Aber das kommt bei mir, weiß ich nicht, in der Woche einmal vor, wenn überhaupt. Aber auch das ist einfach eine sehr individuelle Geschichte. Und da muss jeder gucken, wie er selber drauf ist. Ist man zu zweit, kann man sich natürlich vieles einfach mitnehmen. Thema Besteck. Ich bin kein Freund von diesen ganzen zusammenklappbaren Bestecksgeschichten. Das finde ich irgendwie abartig. Ja, diese Sachen mag ich überhaupt nicht. Sind auch immer schwer abzuwaschen und so. Mit was ich ganz gut zurechtkomme, aber auch das ist wieder sehr individuell. Ich benutze einen Göffel aus Titan. Sprich Löffel und Gabel in einem Besteck. Da ist auch ein bisschen Messer mit dran. So ein zackiges Ding, womit man einfache Sachen ein bisschen auseinanderschneiden kann. Ansonsten nutze ich ein Taschenmesser. Thema Hygiene. Ja, ich sage immer, je mehr Luxus man braucht, desto mehr muss man auch schleppen. Ich kann die Sparvariante empfehlen. Diese, ich nenne es mal Probierpackung oder diese Verpackung, die man während des Flugs mitnehmen darf. Wir sind in einer kleinen Größe. Kann man in der Regel auch wieder befüllen mit dem, was man zu Hause hat. Geht wunderbar. Oder aber die Version nutze ich zum Beispiel sehr gerne. Einfach ein Stückchen Kernseife. Kann ich für alles benutzen. Kann man die Wäsche mitwaschen, kann man sich mitwaschen. Alles in Ordnung. Ja, Badelatschen, solche Geschichten. Ich nutze gerne Sandalen. Ich mag diese Flip-Flop-Geschichten nicht, die gehen mir irgendwie rein, weil sie immer wieder kaputt. Ja, die Sandalen, wozu nutze ich die? Eigentlich für alles. Wenn ich mit dem Fahrradfahren fertig bin, ziehe ich meine Fahrradschuhe aus. Ich fahre mit Klicksystem und lasse Luft an die Füße. Ich nutze sie auch durchaus zum Duschen. Ich nutze sie auch, wenn ich in fremde Gewässer gehe. Ich nutze sie auch, wenn ich einfach mal einen Pausentag habe und ich sag mal in der Stadt zum Sightseeing gehe. Muss man natürlich erst ein bisschen suchen. Die sollten nicht zu schwer sein, sollten gegebenenfalls gut trocknungsfähig sein, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Aber es funktioniert. Ja, Handtücher und sonstige Materialien ist bei mir Mikrofaser. Leicht und trocknet ganz flott. Was die Größe angeht, je kleiner, desto leichter. Denn auch letztendlich jedes kleinste Gramm zählt nachher am Ende bei der Gesamtsumme. Ansonsten ist auch hier immer wieder, es kommt drauf an, wo fahre ich hin, zu welcher Jahreszeit fahre ich. Da muss man natürlich das ein oder andere ein bisschen auswechseln. Wird es ein bisschen kälter, nutze ich zum Beispiel gerne einen Down-Schlafsack. Ist wärmer und leichter, lässt sich besser verpacken. Nachteil ist, man muss ihn gut trocknen lassen. Man muss ihn halt auch einfach mal freiliegen lassen. Weil die Down-Federn, die kleben ganz gerne sonst zusammen. Ich glaube, mehr fällt mir spontan nicht ein. Das waren grob auch so die Punkte, über die wir uns gestern wieder unterhalten haben. Das sind letztendlich mit allen irgendwie die gleichen Punkte. Ja, was mir noch einfällt, ist Thema Ladegerät. Also zum einen, was das Aufladen von Navi oder Handy oder sonst was angeht. Ich
benutze einen Stecker und habe dann ein kurzes Adapterkabel mit den Steckern, die ich benötige. Ist manchmal ein bisschen umständlich, um einen passenden Liegeplatz zu finden, geht aber auch. Thema Stromversorgung. Ich fahre mit einem Armdynamo, komme ich super mit klar. Allerdings habe ich das Handy in der Regel auch im Flugmodus. Ich nutze das Handy, um Fotos zu machen und gucke nur im Notfall mal rein, falls ich mit der Route vom Navi nicht so ganz einverstanden bin oder mich doch noch mal vergewissern möchte. Ansonsten zwischendrin mal die Nachrichten an die Lieben und gut ist. Navi, wie gesagt, filmen tue ich mit der GoPro. In der Regel verbrauche ich 1 bis 2 Akkus am Tag. Die lassen sich bei mir während der Fahrt super aufladen. Wird natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich in den, ich sag mal, Bergen unterwegs bin. Da muss ich dann schon mal gucken. Zur Not kann man aber auch, wenn man Pause macht, beim Bäcker im Restaurant oder whatever, mal freundlich fragen, ob man da mal kurz ranhalten darf. Geht auch. Dann kam gestern noch die Frage bezüglich Solarpanel. Als ich noch klassisch unterwegs war, habe ich auch dieses sehr gerne genutzt. Und auch bei solchen, ich sag mal, trüben Wettern wie jetzt, habe ich wunderbar meine Energie daraus ziehen können. Und hat es einfach zusätzlichen Obolus mit drin. Lässt sich gut hinten über die Packtaschen klemmen, befestigen, legen. Super. Geht. Vorteil da natürlich auch, geht man wandern oder so, kann man das durchaus mitnehmen und dann den Rucksack befestigen. Gibt es in meines Wissens 2 verschiedene Größen, wo die Paneele DIN A4 groß ungefähr sind. Und einmal, wo die Paneele DIN A5 groß sind ungefähr. Ich nutze oder habe genutzt, es liegt zu Hause, das für oder in der Größe DIN A4. Aber als Grundbasis dient bei mir grundsätzlich der Armdynamo, den ich bei mir bei längeren Fahrten auch drin habe. Ich habe tatsächlich 2 Laufräder für vorne. Fahre ich auf Tour, kommt der Armdynamo rein. Kleinbach. Bei Kleinbach ist oben auf dem Berg wieder irgendein schönes Schlösschen. Sieht recht groß aus. Mal Google befragen, was das ist. Ein ganzes Feld voller, ich weiß nicht, Kürbis- oder Zucchini-Pflanzen. Ist nur noch ein bisschen zu früh. Das nur so. Ich denke, Standort ist klar. Allendorf ist also auch gleich da. Und das ist hier. Rote Stein. Soden-Allendorf scheint doch tatsächlich noch von einer alten Stadtmauer eingekesselt zu sein. Kleiner Zeitsprung. Wir sind jetzt den Harz, haben jetzt den Harz hinter uns gelassen. Das ist der Brocken. Hinter uns gelassen. Ich habe geschummelt. Ich bin jetzt mit der Bahn rumgefahren. Einfach weil mein Urlaub so langsam vorbei ist und ich wenigstens noch ein Stück weiterkommen möchte. Der Harz wird dann aber irgendwann noch nachgeholt. Ja, ansonsten sind wir hier jetzt ein wenig im Flachland.
beobachten, was ist hier natürlich der Wind. Man kommt sich vor wie an der See. So ist das halt. Ich bin hier bei Wiedeler, ich glaube, so heißt das. Und grobe Richtung jetzt Richtung Helmstedt, Marienborn, Helmstedt. Das ziele ich dann mal morgen an als Ziel. Heute komme ich so weit, wie ich komme. Schauen wir mal. Da sind wir natürlich wieder, wie so oft. Die Kunst ist es halt, den Steg zu treffen. Ist aber wirklich eine Kunst. Ich fühle mich gerade wie ein Spielball des Windes. Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, ich fahre im Kreis. Ob dem so ist, werde ich nachher sehen, wenn ich meine gefahrenen Kilometer kontrolliere, prüfe, anschaue. Ich bin laut Navi in Rimbeck. Schilder gibt es mal wieder nicht. Fahrradschilder auch nicht. Also müssen wir einfach mal der roten Linie folgen. Also pass mal auf, wenn du vor mir läufst. Ja, also es gibt nicht nur in der Tschechei oder weiß der Blödsinn wo Scheißköter, sondern auch mitten in Deutschland. Was es hier gibt, sind Wanderwege. Aber den Eurovelo 13 suche ich gerade ein bisschen umsonst. Grünes Band Deutschland habe ich hier. Super. Geht mal wieder der Hügel hoch. Na, das wird heute mal was. Bin gespannt. Wenn ich mal zeigen darf, es gibt es tatsächlich. Und er ist hier als grünes Band. Auch für Radfahrer ausgeschildert. Okay. Sinn gefunden. Und was ich dieses Mal an Kirschbäumen finde, ist klasse. Upsa. Entschuldigung, Fahrrad ist umgefallen. Problem ist nur, ich bin zu klein. Ich vermute mal, da hinten wird es weitergehen. Ich möchte noch mal betonen, dieser Stück des Weges ist eindeutig aus dem Bikeline rausgenommen. Also manche Stellen sind ja ein bisschen abenteuerlich. Bin gespannt. Die Aussicht ist auf jeden Fall grandios. Wie möchte ich die heutige Etappe zusammenfassen? Geteilt, im wahrsten Sinne des Wortes. Man merkt, dass vor dem Brocken, hinter dem Brocken oder vor dem Harz, hinter dem Harz, wir befinden uns allerdings sowohl vor als auch hinter der Bahnfahrt im Harz, ja einfach die Gegend teilt. Vorher rund um Eschwege, der Radweg, der dort immer schön am Fluss entlang geführt hat, ganz grüne Natur und jetzt hier zum Schluss eher karg und ja, teilweise tatsächlich schon verdörrt. Was die Qualität des Weges angeht, kann ich nach dieser kurzen Zeit natürlich noch nicht sagen. Aber man merkt, vieles ändert sich. Sei gespannt auf die nächste Etappe. Bis dahin, der Barnim-Radler.